Im Hoyerswerda Ortsteil Künicht ist am Mittwochabend die Ortschronik vorgestellt worden. Gut 4 Jahre hat das 5-köpfige Autorenteam daran gearbeitet. Keine großartige Historie, aber durchaus wechselvolle Geschichte kann das Dorf für sich beanspruchen, erklärte Reinhard Wenzel. Aus einem Vorwerk mit Schäferei entwickelte es sich langsam zu einem Ort. Bis ins 19. Jahrhundert waren die Einwohner fast durchweg sorbischer Abstammung. Und daher wurden auch viele Originalzitate verwendet. Erzählungen von Menschen aus Künicht und zahlreiche Bilder laden zum Schmökern ein. Die Chronik wird zum Dorffest an diesem Sonntag ab 11 Uhr verkauft. 250 Exemplare sind vom Ortsverein gedruckt worden.